Leben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich habe mir was Schönes überlegt, mal wieder, und zwar eine kleine Challenge. Wir werden gleich reingehen und uns einen Griller raussuchen. Die wissen zwar, dass wir hier drehen, aber die wissen mal wieder nicht, was wir machen. Und die Challenge wird folgende sein. Ich werde zwei Gerichte bestellen und der Griller muss in der Gesamtpunktzahl im Durchschnitt mehr als 8 Punkte erreichen. Dann kriegt er 250 Euro, wenn nicht, habe ich mir auch was überlegt. Wie das passieren wird, in welcher Form, blablabla, werdet ihr nachher erst sehen dann, wenn es dazu kommt. Wir gehen erstmal rein, hoffen, dass sie die Eier haben, um dabei zu sein, weil, wie gesagt, die wissen, wir drehen, aber ich habe noch nicht gesagt, was. Wir sind übrigens in Hamburg Süd, der hat relativ neu auf. Ich habe nur Gutes von dem Laden gehört, werden uns jetzt selber mal überzeugen. Oh, das sieht gut aus, ey, guck mal, heftig. Moin, Chef. Grüß dich, mein Lieber. Hi. Gut, danke, danke. Dir auch? Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass wir drehen können. Ich sehe schon, ich wusste gar nicht, dass ihr das auch alles hier am Start habt. Wir haben alles. Wir produzieren alles hier. Wir produzieren auch Baklava, was alles. Ja, wir müssen ihm mal ein Mikrofon eben einmal geben, Carlos. Ich glaube, er redet ziemlich leise, genau. Kann ich in die Brusthaare stecken? Kannst du machen. Warte, okay. Nein, nein, hat nicht geklappt. Ich habe schon gesehen, ihr habt hier mächtig aufgefahren, ne? Ja, wir produzieren alles. Ja. Torte. Backwaren alle, wir haben auch Baklava hier. Ja. Das produzieren wir schon lange hier sowieso. Mit Schokolade habe ich schon mir sagen lassen. Auch, oh. Ja. Oh ja. Stark. Wir auch. Standard-Baklava haben wir auch alles. Chef, du weißt ja auch gar nicht, was auf dich zukommt heute, ne? Ja. Habe ich dir gar nicht gesagt, was wir genau drehen, ne? Das war heute überraschend gerade, ja. Weißt du, was wir dafür brauchen? Ja. Wir brauchen deinen Chefgriller. Wir brauchen den Mann am Grill, den müssen wir dazu holen. Ja. Und dann sage ich euch, was heute Phase ist, was wir machen, okay? Ja. Das ist Chefgriller, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Chefgriller. Hinter der Cam übrigens der Mann, der das legendäre Tim Melzer Video gedreht hat. Alleine. Da denkt man, es sind 5 Leute am Stadion, aber er hat es alleine gedreht. Steht in der Videobeschreibung, der Mann. Wenn er einen guten Mann braucht. Das sieht aus wie eine Teufelssoße. Das ist für Dings. Für Beatty. Oh. Also ich muss auch noch sagen, ich habe mir noch nicht überlegt, was. Also eins werde ich safe nehmen, Adana. Wir haben ja auch ein Adana-Ranking inzwischen am Start. Und mal gucken, was ich noch nehme. Ich gucke in die Karte oder mal gucken, vielleicht werde ich denen auch die Chance geben, ein zweites Gericht selber auszuwählen. Ich glaube, er hat schon wieder vergessen, dass er Rigella holen muss. Moin, grüß dich, hi. Alles gut? Gut, danke, danke. Dir auch? Hi. Bist du Chefgriller? Ja, ich bin. Machst du heute Essen, ja? Ja, genau. Gut, ich mach mal hier einmal den hier, dass man uns beide versteht. Ja. Weil Chef ist gerade mit dem anderen Mikro geflüchtet. Ja, ist gut. Also wir haben uns heute was überlegt, ja? Ja, habt ihr schön gemacht. Die erste Frage ist, hast du Eier? Natürlich. Ja? Ja. Groß oder klein? Kleinere. Ich auch. Ja, ja, alles gut, wir haben alles hier. Okay, perfekt. Die Challenge ist folgende, warte mal. Wir haben hier 250 Euro. Ja. 250 Euro. Ich werde zwei Gerichte bestellen bei euch. Ja. Ne? Ich bewerte mal die Gerichte. 1 bis 10 gebe ich eine Note. Ja. Wenn du für beide Gerichte im Durchschnitt mehr als 8 Punkte bekommst, kriegst du 250 Euro. Ja. Okay, alles gut. Ja. Ja. Alles selbstgemacht. Geil. Ja, ja, genau. Und Grill auch, ganz frische Flasche. Da sind. Ja, genau. Stark. Also würdest du wirklich sagen, besser in Hamburg? Ja, können wir sagen, ja. Okay, ja. Dann würde ich Nummer 1. Du kennst mich vielleicht im Internet unter dem Adana-Experten, kann das sein? Ich kenne dich, ich habe dich, Entschuldigung, ich habe dich... Hast du tatsächlich schon gesehen? Ich dachte eher, ich habe dich gesehen, ja. Ich bin in der ersten Runde in Adana. Ein Adana-Teller, ganz normal, wir begleiten das zusammen mit Kamera. Ja, kein Problem. Versuchst mindestens eine 8 von 10, am besten 8,1 von 10. Nee, alles gut, kein Problem, ja. Ja, ja. Okay, mach dich stark. Selbstbewusster Mann, also geil. Du gehst dran, du wirst gewinnen, ne? Ja? Okay, geil, stark. Du kommst aus Adana? Sollte er nicht besser den Adana machen, ne? Ja, ja. Er macht den Adana, ne? Ich arbeite mit genau großen Chefs. Ja. Ach, du bist selber Chef? Ja, genau. Ach so, ihr beide Chefs? Ach so. Und der Mann aus Adana macht den Adana? Ja, natürlich. Oh, Bruder, kann er auch Deutsch? Ja, natürlich. Ja? Was macht einen richtig guten Adana aus, vom einen Mann aus Adana? Biz zaten ona çok özen gösteriyoruz. Etleri hep taze kullanıyoruz. Kendi yemediğimizi müşteriye vermiyoruz. Er sagte, vielleicht muss richtig vorbereitet werden, aus Frisch sein, aus der Region. Und besonders das, was man den Kunden gibt, man muss auch selber essen können. Und das ist unsere. Okay, was man den Kunden anbietet, muss man auch selber mit gutem Gewissen essen. Ja, mit Gewissen haben, ja. Okay, schön gesagt. Wir lassen erstmal so stehen, Leute. Wir gehen, glaube ich, direkt, ohne lang zu schnacken, in die erste Runde. Adana, von einem Mann aus Adana, der es mit Sicherheit auch da gelernt hat. Hat er da gelernt, ne? Der hat in Adana gelernt. Okay, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, mein Chef.
Ihr wolltet uns was zeigen hier noch, Männers, ne? Ja, ich wollte mal hier zeigen, aber ich weiß nicht, ob für Sie ist okay oder nicht. Oha, riesig hier hinten, Mann. Das riecht hier geil nach Gebackenem. Macht ihr selber hier, ne? Ja, alles selber hier. Geil, ja. Brot machen die auch selber. Wollen wir uns Brot noch einmal angucken? Ja. Ja? Ach, Dönerbrot macht die auch selber? Ja, selbst gemacht, ne? Richtig frische ganz, Ware. Ganz frisch. Also das ist natürlich schon auch mal Bonus. Aber ich sag mal so, in den türkischen Restaurants, die meisten machen inzwischen selber. Aber ja, ist natürlich nicht bei jedem top. Wir schauen, ob das top ist. Essentiell für unser Video ist ja, ob der Teller nachher über 8 Punkte sein wird. Ich kann noch was hier zeigen. Das ist perfekte Tortellini, ehrlich gesagt. Die Kollegen machen richtig, schmeckt sehr lecker. Jetzt brauchen wir den Mann aus Adana. Wir müssen jetzt loslegen, eine Runde Adana machen. Ja, kommt er gleich. Ja? Benjamin, Benjamin, Adam, sen çağırıyor. Bir dakika gel, Adam değil, sen yap. Er kommt, das, er macht das gleich. Ha? Ja, iki dakika, ben oraya geçeyim, sen buraya geç. Gel işte, gel ya. Ja, soll er zu Ende machen. Ja, er kommt das. Er hat sich geärgert ein bisschen. Er sagt, warum habt ihr nicht vorher mir Bescheid gesagt, dass ich mich schmecken kann. Ja? Hier seht ihr jetzt nochmal den Adana vorbereitet. Schön viel Fett. Geiler Fettanteil. Also wenn ich jetzt die Adana so angeguckt habe, die ich gegessen habe, ist es wirklich, also wenn ihr den Adana anguckt und irgendwie nicht zumindest 50% Fett, würde ich mich wundern, da ist immer maximal mit Fett gearbeitet. Das ist auch ein Grund, warum das so heftig schmeckt. Ja, Memo, ich hoffe, ihr enttäuscht uns nicht hier. So, Gönjamin, kannst du uns machen jetzt ein Adana? Ja, keine Zeit, ja. Jetzt hast du keine Zeit? Er will nicht, Chef. Wir machen das, alles gut. Ja? Ja. Man muss schauen, Leute, das ist die Realität. Der Kollege möchte halt einfach nicht. Beziehungsweise kann man ja auch verstehen, vor Kamera vielleicht unangenehm, hat zu seinen Chefs gesagt, hättet ihr vorher Bescheid sagen können, konnten die ja nicht, weil ich spontan vorbeigekommen bin. Also der Kollege wird es jetzt nicht machen. Jetzt müssen die Chefs selber ran. Aber man kann davon ausgehen, den Adana gemacht hat Gönjamin, ne? Die Jungs grillen nur noch jetzt. Zur Not, wie wir das regeln können, du sagst einfach, Gönjamin, komm her. Wenn du nicht machst, dann fliegst du. Nein, das war nicht so klar. Nein, das ist mein bester Freund. Nein, nein, nein. Ganz viel, das war nur Spaß. Benjamin, wenn du nicht kommst, dann fliegst du weg, ne? Eiseneier Aydin. Alles gut. Wir fangen an. Ja. Ja. So, Eiseneier Aydin hat jetzt schon. Ja, genau. Wir machen jetzt bald beste Adana in Deutschland. Nicht stark. Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Ja, genau, ja. Die Paprika ist richtig scharf, ne? Muss ich Bescheid sagen. Scharf, ja? Ja, genau. Könntest du die so essen? Nein, ich bin auch nicht scharf Esser. Nee? Nein, nein, ich bin nicht auch. Carlos kann hinter der Kamera, er kann sehr scharf essen, oder? Ist er scharf gerne? Ist er scharf? Ja, schön. Das sehe ich gern, Leute, das sehe ich gern. Irgendwie denke ich gerade schon wieder an Kebabland-Vibes in Köln. Letztens hatten wir in Bremen einen, der hat vom Brot her ähnlich wie Kebabland gehabt. Und das sieht schon mal stark aus. Bist du immer noch siegessicher? Ja. Beste aus Deutschland sogar, sagst du, ja? Ehrlich gesagt, ja. Ja. Mhm. Ja, die Adana ist das Wichtigste. Du musst das Fleisch frisch sein. Und die Ader und so Öle muss ein bisschen weg sein. Ein original türkischen Adana habe ich in Bremen gegessen. Und die haben selber gewogen, das Fleisch. Die haben nicht durch einen Fleischwolf. Macht ihr das auch selber? Ja, ja, genau, ja. Macht ihr auch mit Wiegemesser? Ja, genau, ja. Stark. Wir machen auch das selber hier als kleinen Scheiben und dann mit großem Messer. Ich bringe das gleich. Memo, dann bringt mal bitte. Ah, boah, Memo, ey. Mach mal aber uns nicht damit den Hals ab. Wenn heute schlechte Bewertung. Aber letztens, ich blende das Video am Schluss vielleicht mal ein, in Bremen beim neuen originalen türkischen Grill. Perfekt.
So. Natürlich ist Kochen auch sehr wichtig, ja. Wenn du Feuer wenig isst, dann kocht das nicht Fleisch durch, ja. Müssen wir auch dafür aufpassen. Wenn sie Fleisch kochen lassen, dann müssen sie ein bisschen kräftiger Feuer haben hier, ne? Das ist Lammrippen, ja? Lammrippen. Genau. Mm. So, Petersilie, ne? Das muss bei Adana sein, ne? Muss sein, ne? Ja, genau, ja. Es geht jetzt los, nur dass ihr Bescheid wisst, weil der Benjamin heißt ja, glaube ich, habe ich vorhin nicht richtig gecheckt, weil der ja nicht grillt. Wir werden, wenn die Jungs gewinnen, an die Küche einfach das Geld ausgeben. Ich drücke einfach allen Fuffi in die Hand, den ich gerade in die Finger kriege. So werden wir das machen. Aber erstmal steht der Chef in der Verantwortung. Der Chef steht jetzt dafür da, ob die Kollegen hinten in der Küche heute ein bisschen absahen. Weil wenn du jetzt gewinnst, dann kriegen einfach die Jungs aus der Küche. Ja, genau, ja, ja. Also erstmal sehr starke Kruste. Ja. Sehr, sehr stark gemacht. Sehr balanciertes Lamm, also nicht zu stark. Du merkst das Lamm, aber es ist nicht dieses Stallige. Es ist saftig, butterig von innen. Gut gemacht. Ein Kritikpunkt, das wird wieder ein paar von den Zuschauern freuen, aber es ist so und ich muss es sagen, ja. Umsetzung alles top, aber eins, es ist viel zu salzig. Salzig? Ja, ja. Zu salzig. Ja, das kann ein bisschen sein, weil muss ein bisschen Salz dabei haben. Also Salz, Fleisch und Fische musst du mit Salz essen. Wir bewerten den ganzen Teller. Ich schneide mich hier nochmal rein. Premium-Salat, Granatapfelsirup, Zitrone, Sumak, der typische Mix, wie man es oft kriegt beim Türken. Sehr schön gemacht. So ein Chip hier quasi, aus gebackenem Brot. Yeah. Was ist das genau, Das Heidi? Ist die Lawash. Dürrenbrot, ne? Mhm. Ja, genau. Wir machen Soße drauf, Öl ein bisschen drauf und scharfe Pulver, ja? Mhm. Ihr macht den Ofen, oder? Nein, ich habe über Grill gemacht gerade, ne? Ist wie ein Chip sozusagen, wirklich. Ganz knusprig. Das Brot auch. Ich sag immer, Aydin, darf ich Eiseneier-Aydin sagen? Ja, natürlich, ja? Kannst du perfekt sagen jetzt, ja. Eiseneier-Aydin, Brot ganz wichtig dazu. Ja. Es ist ein Gesamtkonzept, alles kann geil sein, aber ich sag immer, wenn das Brot dazu nicht stimmt, ja. Was soll denn mit dem Rest sein? So, auch das Brot muss ja einfach top sein. Ja, genau, ja. Führt kein Weg drumherum. Wir machen auch jetzt selber Steinofen, ne? Macht ihr selber, ja, ja? Genau, ja. Selfmade-Charakter ist da. Gewürze kommen nicht ganz so doll durch, wie ich gedacht hätte. Reis on point. Bulgur. Geil angemacht. Geiler Bulgur. Das macht ihr mit dem Bulgur. Das ist ja sehr, sehr ja stark. Genau, ja. Ich weiß nicht, ob die da irgendwelche Kräuter drauf machen. Es ist irgendwie angenehm mit Kräutern, vielleicht ist es auch ein Special Essig oder so. Aber sehr kräutrig, sehr speziell, sehr anders, der Bulgur. Jetzt kann ich es greifen. Ich habe es eben aber auch erst gemerkt, die kochen Aubergine da drin mit. Und dieses Abfärben von der Aubergine, dieses Gekochte, was man auch vom, vielleicht ist es auch frittierte Aubergine, ich weiß nicht, und drunter gemischt, das färbt ab auf den Bulgur. Das darfst du eigentlich niemandem verraten, weil es ist übertrieben geil und das macht keiner. Ich bewerte den ganzen Teller. Aber Aydin ist kurz drüben. Ist ein Moment, wo es mich schmerzt, wenn ich keine richtig heftige Bewertung gebe, weil ich merke, da ist so viel Potenzial drin. So viel, aber es ist gnadenlos versalzt. Schöne Schärfe. Aber angenommen, ich stelle mir so vor, du hättest nur den Adana bestellt. Den kannst du so schwerlich aufessen. Wenn du zwischendurch Brot snackst, okay, neutralisiert man, aber nur der Adana. Schade, ey. Nimm ihn sonst mit. Ja, nimm ihn ruhig. Nimm. Jeder Vater fühlt jetzt mit. So ein Mann muss natürlich beim Dreh dabei sein. Pass auf, Aydin. Das ist ein sehr starker Teller. Hebt sich ab, anders, auch von dem Brot und so. Bulgur,
besser als woanders. Wirklich stark, hebt sich ab. Adern, da merkt man, super Ding. Aber das Versalzen hat reingekackt. Weil wenn du den Adern angenommen, ich stelle mir so vor, ich würde ihn jetzt so essen, wäre zu salzig, um ihn ganz durchzuessen. Deshalb, wenn das raus ist und das wird Tagesform, dann nächstes Mal ist es anders, zerreißt der so einiges, der Teller. Ja. So einiges. Aber so kann ich Gesamtbewertung nicht mehr als eine 7,8 geben. Ja? Weil es zu salzig ist. Sonst wird es super heftig. Ja, genau. Aber ihr habt noch eine zweite Runde, um auszubessern. Ja, ja. Er macht dich kaputt. Aber ganz stark, wirklich ganz stark. Es ist nur ein bisschen am Salz. Da hat der Mann aus Adana wohl gewusst, weshalb er nicht an den Grill wollte. Nämlich, weil er zu viel heute ein bisschen verliebt war. Gut, dann gehen wir in Runde 2. Was würdet ihr mir empfehlen, was ich nehmen soll? Was ist ganz stark bei euch? Oder ich guck noch mal in die Karte. Soll ich in die Karte gucken, mir was Geiles aussuchen? Kannst du gucken. Machen wir. Boah, Ali Nasik ist auch stark. Was für ein Fleisch nimmt ihr da? Lammfleisch. Auch Lammfleisch, ne? Spontan hätte ich gesagt Lammrippen. Lammrippen. Okay. Memo, sicher, warte mal. Oh, Köfte. Köfte. Könnt ihr ein Köfte-Sandwich machen? Köfte-Sandwich können wir auch. Dann machen wir Köfte-Sandwich. Oh. Dann machen wir Köfte-Sandwich. Alles klar, perfekt. Bist du bereit? Ja. Ja? Ich fange mir an. Ich bin auch bereit. Boah, jetzt geht Runde 2. Köfte-Sandwich ist immer was, wo wir gut im Game drin sind. Du kommst aus Ufer? Ja, genau. Wenn du jetzt mehr als, also du brauchst 8,3 Punkte von 10 und du kriegst 250 Euro. Okay. Ja, so machen wir. Und das Coole ist jetzt auch, Leute, wir können das frische Brot von denen testen. Wir testen die Köfte, wir haben so ein Gesamtpaket jetzt erstmal am Start. Ilse weiß, was er macht. Er haut das direkt jetzt da drauf. Das nimmt schön Fett auf. Oh, ich glaube, der wird gut, Ilse. Bitte. Du erinnerst mich an einen syrischen Freund, den ich mal hatte. Also ein jetzt Bekannter, sag ich mal, erinnerst du mich an den? Sprich nichts. Also, ich glaube, er hat nicht verstanden. Nee, macht nichts. Oh, schöne Kruste. Gefühlt wie vom Burgergrill. Oh, stark. Hat er gut gemacht. Aber ich muss einen Tag kommen und Urfa essen. Muss ich, ne? Ja, natürlich. Er macht beste Urfa, ehrlich gesagt. Welches wenn ist Urfa? Wenn ich Urfa habe, Jackson, die Set? Ja, ja, macht er. Ja, ja. Welches ist Urfa essen? Du, wenn du noch mal vorbeikommst, dann komm einfach Urfa essen, einmal probieren, weißt du? Ah, Urfa. Bei Urfa? Nein, hier. Nein. So. Guck mal, wir haben Adana. Adana und Urfa. Haben wir zwei Spezies. Ah, habt ihr zwei verschiedene. Und was ist Urfa? Ist anderer Spezies? Ja, das ist ohne Gewürz. Ach, das ohne Gewürz? Genau, nur Salz. Ja. Das habe ich letztens gehört, schon mal beim anderen Laden, nämlich bei Urfa in Hannover. Die haben auch gesagt, die haben einen Spieß ohne Gewürz, dass man nur Fleisch schmeckt. Ja, genau. Ne? Ja, genau. Ah, stark. Ja, das heißt, der eine aus Adana macht den Adana Spieß, er macht den aus Urfa. Ja, genau. Ja. Ihr habt für jeden einen Mann da, ja. Ja, natürlich. Ja, muss das dann. Ja. Habt ihr auch Hamburger? Macht das einer aus Hamburg? Nee, Hamburg nicht, aber wir haben das zweite in Stade, Köln-Grünhausen. Ja. Da habt ihr in Hamburg auch? Ja. Nee, Hamburg haben wir nicht. Habt ihr nirgendwo? Nee, haben wir nicht. Hä? Boah, das wird knallen, Leute. Ich sage jetzt schon, das wird knallen. Schon die Kräuter und die Zwiebeln, das wird schon alles zerfetzen. Bin ich mir sicher. Hast du ihm gerade gesagt, er soll kein Salz mehr drauf machen, ne? Ja, ich habe Angst, weil ob er... Nicht, dass das auch zu salzig ist, ne? Ja, natürlich. Weißt du? Oh, der sieht stark aus, ey, der Köfte. Ich sag euch, der muss zerfetzen. Der sieht so... Ich glaube, das ist das schönste Köfte-Sandwich, das ich je hatte in meinem Leben. Ich wünsche euch das, Memo, das zerfetzt. So, Memo, wir legen los. Ihr habt vorhin gesehen, schön krosses Brot. Der hat es nochmal draufgelegt, auch von außen schön kross. Alter, das muss ein Knaller werden. Das muss ein Knaller werden mit eurem frischen Brot aus dem Ofen. Ganz viel Frische in einem Biss. Heftiger Knusper im Mund. Knusper vom Brot. Knusper von den Zwiebeln, den Knusper von der Panade. Das ist tatsächlich sogar recht basic gewürzt, aber das Fleisch gibt einfach einen durchdringenden, herzhaften Charakter. Gibt es rein in das komplette Sandwich, aber auch das Brot. Das Brot ist sehr präsent, gibt eine gewisse Süße mit sich. Also die Köfte sind nicht so durchdringend, wie man denkt, gerade weil sie nicht so hart gewürzt sind. Geben einfach ein bisschen Deftigkeit rein.
Also hier brauchst du keine Soße. Auch die Köfte ganz saftig. Sind auch noch gefühlt leicht medium. Aber ein Problem haben wir wieder. Wieder zu viel Salz. Er hat auch zum Schluss noch mal drauf gemacht. Probier mal, Carlos. Vielleicht ist es beim ersten Bissen nicht, aber merkst du, ne? So? Ist zu viel, ne? Ist aber geil. Aber zu viel Salz. Zu viel Salz. Ja. Man sollte meinen, im Brot akklimatisiert sich das. Es langt nicht, um das rauszufiltern. Nee. Also, nicht falsch verstehen, an euch Leute, seid euch sicher, dagegen kommt hier vorbei. Ab morgen wird da nicht mehr so viel Salz drin sein. Das ist ein brutales Ding. Guckt euch doch die Optik und alles an. Aber es ist leider auch zu viel Salz drin. Aber unbedingt trotzdem, ich sag's jetzt mal, kommt hier vorbei und testet das. Also Memo probiert jetzt selber einmal. Ist zu salzig, ne? Das hast du recht. Ja. Das hast du recht. Also erstmal Memo. Wirklich Respekt, was ihr auf die Beine gestellt habt. Ja. Das ist anders als woanders. Es ist wirklich anders, Leute. Das Köfte-Sandwich ist mit Liebe präsentiert. Komplett anders als egal bei welchem Köfte-Sandwich ich hier in der Gegend gegessen habe. Adana, Gesamtkonzept vom Brot bis zum Bulgur, auch komplett andere Nummer. Geht hier hin und testet es mal aus. Heute hat es nur um Salz gemängelt. Und ich kann bei Runde 2 nicht mehr als 7,5 Punkte geben, weil zu viel Salz war. Aber ich vermute, ohne den Faktor wird das zerreißen, Leute. Das heißt, in dem Fall seid ihr heute nicht die Gewinner. Okay, dankeschön. Sehen wir uns jetzt gleich beim glücklichen Gewinner. Wie versprochen, seid ihr also die Gewinner. Kurz von zu Hause nochmal eine Aufnahme, habe ich verscheppert. 55 Euro für euch in den Kommentaren. Irgendwas reinschreiben, egal was ihr wollt. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hau gerne immer mehr von diesen Formaten raus. Sagt mir, wenn euch das gefällt. In dem Sinne sage ich, vergesst den Daumen oben nicht zu betätigen und bis zum nächsten Mal.